Hallo, der Blind Spectator vor euch am Mikrofon und willkommen zurück zu einer neuen Folge von Chivalry 2. Der Dark Forest muss wieder mal befriedet werden. Oh Gott. Und wir sind immer noch so ein bisschen beim Highlander Schwert austesten, ne? Weil das ziemlich viel Spaß macht, damit überall reinzuhalten. Das ist ziemlich nice. Kann ich mir vorstellen, dass das eine unserer Waffen nutzen, die wir öfters mal nutzen werden. Cool. Ihr seht nämlich, genau wegen solchen Dingen ist das Highlander-Schwert unglaublich geil. Ich bin da einfach reingerannt und habe drei Leute mit einem normalen Angriff weggemacht. Vielleicht war es auch ein schwerer, ich weiß es nicht. Aber war krass. Das geht durch Leiber wie durch Butter. Hat auch einen sehr interessanten Coup, der zwar sehr situationsbedingt ist, aber an sich ganz cool. Und ich denke, wir werden ein Weilchen noch diese Waffe spielen. Also sie kann es in vielen Aspekten mit dem Großschwert absolut aufnehmen, was Reichweite angeht, was Schaden angeht. Nur langsamer ist. Gut gemacht. Den haben wir auch weg. Da haben wir Feuerbombe hin. Aufstehen. Nice. Richtig nice weggefetzt, den Boy. Genau solche Dinge meine ich. Seht ihr das? Das ist ja insane, was dieses Schwert anrichten kann. Oh fuck, ich bin hier auch in den Pfahl reingelaufen, in den brennenden. Nichts zum Heilen da. Da hinten gäbe es wieder was. Ich halt auch so voll gerade, naja, aber trotzdem. Ein Verband auf Vorrat ist nicht schlecht. Weg die Sau. Fuck. Da hat er mich noch erreicht mit seiner Dänen-Axt. Spawn in 10 Jahren. Momentan kommen die Gegner ja nicht so voran mit ihrem Geleit. Wiederbelebt.
Pack. Shit, sie haben das Tor schon fast erreicht, oder was? Wir sind eigentlich noch echt weit weg vom Tor. Trotzdem spawnen wir schon da hinten. Spawnen. Unfair. Ja, ich weiß, dass du da bist. Meine Fresse, ich hab's gemerkt. Arschloch. Da will man gerade wichtige Objective-Based Dinge machen und da die Brandbombe hinwerfen und die Gegner lassen einen einfach nicht in Frieden. Was ist das für eine Frechheit? Schwert Levi einfach erwischt. Die Brandbombe war nicht gut platziert. Ich wollte sie schon hinter den Wagen werfen, aber halt nur knapp. Ja, die sind dran. Hier. Kann natürlich auch sein, dass wir gerade nur relativ hart abrocken, also in den letzten beiden Folgen und so, weil es neue Update kam und dann vielleicht wieder viele Spieler anfangen das Spiel zu spielen, die halt nicht so krass sind wie die sonstige Riege, gegen die wir spielen müssen. Das könnte auch sein. Und dass es gar nicht am Schwert liegt, dass wir ballern. Wobei meine Performance in dieser Runde ja auch eher bescheiden ist, ne? Autsch. Okay, wir müssen hier ein bisschen Ausdauer regenerieren. Hat unser Mate da gut gemacht. Wir sollten gar nicht so weit da vorne kämpfen, glaube ich. Das ist nicht so smart. Kommen sie bald von beiden Seiten dann. Bei den Kämpfen hier wird gerne vergessen, dass dann von hier hinten welche kommen, die währenddessen halt schön das Gatehouse übernehmen, wie wir jetzt gerade sehen. Zumindest war eine gute Brandbombe. Fuck. Spawn neu. Ach du Scheiße. Ist ja schon richtig Party am Schirrhof. Okay, okay, Leute. Wenn da halt direkt am Anfang den Kampf falsch beginnst, dann ist es schwierig. Wenn da noch die anderen kommen. Okay, versuchen wir es rechts rum.
Gegner sind schon hier drauf. Aber warum rennen unsere Verbündeten da weg aus dieser Gegend? Alter, dieser Wichser, der hat halt so ausgenutzt, dass mein Schwertchen so langsam ist. Ich habe auch immer die falsche Entscheidung getroffen. Ja, okay, das haben die. For woe, the gatehouse is lost. Brothers, stop that caravan. Dann wieder runter. Okay, der lebt nicht mehr, Leute. Ich habe den gemacht, keine Sorge. Die Sau. Danke. Autsch, ich wurde im Laufen und dann von dem Bogen niedergestreckt. Ja, wir halten momentan das Geleit auf, weil sich einfach, ja jetzt nicht mehr, weil sich einfach die Leute da hinten versteckt haben quasi mehr oder weniger. Gut. Immer schön hier bleiben, Leute. Objective Based Gaming. Fuck. Javelin, ey. Balliste schon besetzt. Weg mit euren Köpfen! Ohne ihre Köpfe sind sie machtlos! Die Köpfe sind ihre Schwachstelle, ganz eindeutig. Fuck. Die Bärenfalle hat mich gekillt, die sie da hingestellt hat. Ist auch ein Achievement quasi. Wenn Epic Achievements hätte. Brandbombe raus. Wieder weg. Fuck. Shit. Ran an die Bulette, Leute. An die rollende.
Also nimmt sich die Balliste. Sorry. Oh, Jesus. Da waren alle Waffen gleichzeitig in mir. Leute, wir schaffen das. Ich bin positiv gestimmt. Ich bin guter Dinge. Wir können das machen. Killt und den Wagen mal wieder aufgehalten. Aber dieser Bart-Typ, dieser alte, der ist durchaus nicht schlecht. Der duckt sich halt auch immer die ganze Zeit. Leute, warum kämpft ihr da und nicht da hinten? Der Wagen bewegt sich gerade nicht, das ist gut. Ach, das ist schon wieder der Alte. Mit seiner Rumduckerei. So sportlich kann der alte Mann gar nicht mehr sein. Fuck. Scheiß Pfeil und Bogen wieder. Weil wir müssen das machen. Noch 2 Minuten. Das muss machbar sein. Triffst mit dem Stich halt gar nichts wieder mal bei dem Ding. Links ist fertig. Brandbombe. Hier rein. Sehr gut. Haben wir gut gemacht. Scheiß Pfeil und Bogen. Kommt Leute, ihr könnt es halten. Minute noch. Nein, er rollt, der Wagen rollt. Kommt Leute, haltet. Alter, spawnen wir am Arsch der Welt. Wir haben es geschafft. Sehr gut, der Angriff wurde abgehalten und das war eine weitere Folge von Shiri 2. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein.